Danke, jetzt kommt zurück zu einem weiteren wundervollen kleinen, tatsächlich ganz neuem Horrorgame. Das ist Silent Breath. Das ist anscheinend eine mehr oder weniger Genre-Kopie von Don't Scream hieß das, glaube ich. Was ich meine, einige von euch hatten sich gewünscht, dass das Spiel, dass es rausgekommen ist, aber ich glaube, es war ziemlich ermisst. Das war so ein, ja, wir laufen irgendwo rum und das Spiel erkennt halt unser Mikrofon und wenn wir zu laut sind, dann sterben wir mit irgendeinem Jumpscare. Das Spiel an sich war, glaube ich, ziemlich ermisst, deswegen haben wir das ausgelassen. Aber das hier wird jetzt mehrmals gewünscht, weil es anscheinend ein bisschen besser sein soll, aber ich bin mir unsicher. Die Steam-Reviews sind schon auf 69, nice, Prozent. Und mein, naja, ist einfach eine Kopie von Don't Scream, aber wir schauen mal rein. Es soll zwischen 30 Minuten und 2 Stunden gehen wahrscheinlich, je nachdem, wie lange man braucht. Ich muss schon extra in die Settings gehen, denn ihr seht, es erkennt halt meine Stimme, wie ihr euch denken könnt, weil ich werde wahrscheinlich noch ein paar Mal drüber ranten, was so ein unfassbar dämliches Feature es ist, in ein Spiel einzubauen, dass seine Stimme erkennt und dann halt auf Schreie und so reagiert. Aber ja, ich schätze, wenn ich schreien würde, würde mich, vielleicht muss ich ein bisschen höher machen. 7, hallo, Test, weiß nicht, ist das lauter, ist das gefährlicher? Die Sache ist halt, ich will halt reden müssen. Ich werde reden müssen. Machen wir 7%. Vielleicht werde ich ihn ab und zu erkannt von irgendeinem Monster oder so. Nehmen wir mal ein bisschen runter, weil ich glaube, das Problem ist halt, ich muss ja reden. Und es soll uns halt nur killen, wenn wir schreien, angeblich. Aber gut, ja. Das hier ist anscheinend ein ähnliches Spiel, wurde sich von euch öfters gewünscht. Ist, ich glaube, vor 2 Wochen oder so rauskommt. Vor 2, 3 Wochen vielleicht. Vielleicht auch vor einer Woche oder sowas. Und soll extrem fotorealistisch sein und schön aussehen. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe auch gesehen, dass einer von meiner Freundesliste den Erfolg bekommen hat, dass er in einem Run 50 Jumpscares überlebt hat. Also, wir können es vielleicht denken, dass es hier wahrscheinlich einige Scares geben wird. Naja, wir starten einfach mal. Ich fand aber visuell sah es sehr interessant aus. Da habe ich auf der Steam-Seite schon gesehen, dass ein paar der kleinen Videoclips und Screenshots sehr interessant und ästhetisch aussehen und vielleicht horrortechnisch gar nicht so schlecht sind. Ich bin gespannt, wie gesagt, sonst wird es ja mal wieder ein Test. Ich erwarte hier jetzt nichts absolut Großartiges, aber vielleicht ist es halt ein nettes Jumpscare geben mit fantastischer Grafik. Oh. Ja, ja. Wenn man lang genug in den Abgrund schaut, schaut der Abgrund auch zurück in dich. Alright. Schön, schön, schön. 1999, 18. Februar. Wir sind von der Polizei. Polizei. Soll die Auflösung so 4:3 sein? Ich hätte es nicht gedacht. Ist noch nicht? Ach, keine Ahnung. Wird schon stimmen. Okay. Servus. Okay, wir wurden hier hingerufen. Da liegt ein Fuß. Der schaut sich das Stück mit Blutfleck da dran an. Na gut, mach das mal. Du bist wer? Collect missing poster. Alright. Okay, ich meine, wir müssen diese Missing Poster Dinger finden. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen Slender-mäßig. Das ist halt eine. Oh. Okay, copyright free. Find the missing people before it's too late. Okay, die Idee mit den Leichen, die kurz hochgeguckt haben, so war cool. Aber das Help Me und der. Ich glaube, das ist der Female Wilhelm Scream. Das ist, glaube ich, einer der meistgenutzten Schreie, die es gibt. Ich weiß nicht, ob man die direkt am Anfang vom Spiel benutzen sollte, weil mehr Leute werden das erkennen als nicht wahrscheinlich. Aber naja. Okay, muss ich aber nochmal rein zum Typen und den vielleicht nochmal andrücken? Nee, okay. Also ich muss 5 Leute finden, bevor es zu spät ist. Na gut, habe ich eine Karte oder so? Weil das. Ich schätze, ich folge auf mal dem Schrei, dem ersten, oder? Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Birds? Alright. Und dieser komische Flimmer-Effekt, ich meine, der sieht hier unten ja ganz nett aus, aber so im Hintergrund ist das sehr strange, weil der gefühlt über alle Texturen drüber geht. Seht ihr das? Naja, na gut, interessant. Interessant, was ist das denn? Eine Statue. Okay. Ich habe schon öfters mal gerantet, weil es gibt ja einige Horrorspiele, die das Konzept rüberbringen wollen, wenn du schreist, wirst du von dem Monster getötet. Ich habe es noch nie gerafft. Weil ich meine, okay, First World Problem, aber ich meine, wenn man es halt aufnimmt, ist es halt absolut beschissen. Wenn man halt permanent beim Reden aufpassen muss und halt nicht irgendwie zu laut irgendwas sagt oder so, und das ist halt was völlig anderes als sich erschrecken. Und noch dazu, niemand, der ein Spiel alleine spielt, schreit doch einfach los.
Vor allem, wenn man weiß, dass man es nicht tun soll. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es Streamer-Bait, damit Leute irgendwie im Stream dann ein bisschen overacten können und dann schreien, dann noch mehr sterben und so. Aber ich habe noch nie das Konzept von Horrorgames verstanden, die darauf achten, dass du nicht zu laut bist. Weil, für wen ist das gemacht? Ich meine, vielleicht ist es lustig, wenn du mit Freunden im Discord-Call bist und sowas und die versuchen halt, dich irgendwie zum Lachen zu bringen oder sowas und dann schreist du, weil du dich erschreckst und dann kommt ein Jumpscare und dann blablabla. Dann ist es bestimmt lustig. Aber, naja, so in den Singleplayer ohne Leuten im Call-Games verstehe ich das Konzept nicht. Ich bin da nie ein Fan von, wenn Spieler zu viel ihres Designs. Okay. Auf diese Sounderkennung legen. Okay, jetzt könnte es aber gruseliger werden. Oh, I like it. Be quiet. Yeah. Ah, da ist mein Volume-Ding jetzt. Okay, hab jetzt Seals oder so. Test. Okay. Oh nee. Okay. Ja, ist nicht schlecht. Okay, so rennen wir rückwärts einfach weg davon, ne? Naja, 1 und 5. What the fuck ist das denn? Ah, ich verstehe schon. Wir kriegen Sachen ab, die uns zum Schreien bringen sollen, ne? Survive against Big Sister. Es gibt also verschiedene Gegnertypen, ne? Alright. Okay, also wahrscheinlich zählen die ganzen Sachen als Scares. Don't move. I want to see you closely. Was? Ja, aber ich höre doch nicht auf das, was die mir sagt. Okay, also ich darf mich nicht bewegen, wenn die kommt. Okay, intuitiv dachte ich, wir machen das Gegenteil von dem, was die Monster uns sagen. Aber okay, wir müssen auf die Monster hören. Alright, von wo starten wir jetzt? Oh nein, von ganz vorne? Okay. Okay. Kommen die in der gleichen Reihenfolge immer? Mal gucken. Mal sehen. Ich glaube aber, das zweite Vieh war auch ein Monster, das wir schon ganz oft irgendwo gesehen haben. Ich finde, das hier ist immer noch ein recht cooler Effekt mit Dingen, die hier hochkommen. Das war auch im Trailer ganz am Anfang zu sehen. Der Schrei ist immer noch Bullshit. Es kann doch nicht so schwer sein, irgendeinen Schrei zu finden im Internet, der keinen Copyright hat. Der nicht 2000 Mal schon benutzt wurde in Spielen. Oder nimm halt selber einen auf, fauler Arsch. Frag irgendwen, ob er vielleicht einfach mal für dich ins Mikrofon schreien kann. Du wirst schon wen finden. Im Notfall auf Fiverr oder so. Bezahl irgendeine Actress, die das für dich macht. Kein Problem. Findest du hundertprozentig wen. Du musst ja nicht mal ein guter Schrei sein. Du kannst dann nach einem bearbeiten oder so und dann... What? Der Controller ist nicht eingesteckt. Was war das? Alright. Warte, wann geht das Licht aus? Eine bestimmte Uhrzeit? Warte mal, haben wir was falsch gemacht? Wir hätten die Aufgabe doch schon bekommen, oder? Wer hat einen Schrei gehört? Warte, ist es jetzt an einer anderen Stelle? Wait, what? Wir haben die Taschen aber auf jeden Fall schon. Okay, ich gehe mal weiter. Vielleicht sind die an zufälligen Orten und wir müssen diesmal einfach ein bisschen weiterlaufen, um die richtige Stelle zu finden. Ich mag den Wald, aber der Wald ist cool designt. Was ist denn? So eine Überdachung. Das sieht aus wie so ein... Oh Gott. Wie so ein Militärzelt. In der alten DayZ-Mod von Arma. Oh Gott, das war ja hier wirklich ewig alt. Boah, ich glaube, das war eine meiner spaßigsten und coolsten Gaming-Erfahrungen, die ich hatte. Das war, glaube ich, Sommer 2000... Ich würde sagen 12, 13 oder sowas.
wo ich mit meinen Kumpels irgendwie jede Nacht, jeden Tag einfach nur die DayZ-Mod gespielt habe in Arma. Und das war so eine grandiose Erfahrung. Es war komplett verbuggt, total clunky, down gecrashed, die wenigsten Sachen haben funktioniert, aber es hat so einen Spaß gemacht. Es war so eine beeindruckende Erfahrung. Es war sehr ähnlich. Ich glaube, wir sollten hier noch nicht langlaufen. Ich glaube, wir passieren absolut gar nichts. Oder wird es um 7 Uhr gleich dunkel? Vielleicht ist auf die Uhrzeit irgendwie geschnitten oder so. Auto. Kann ich rein? Nö. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Wird es jetzt dunkel? Ja. Okay. Shut the fuck up, du bist laut. Okay, chill. Ja, diese Meldung, die durchkommt, ist cool. Die gefällt mir. Hier? Da ist auf jeden Fall irgendwas, da geh ich mal hin. Hallo, Gnom. Warum leuchtet er? Was? Na gut. So, vielleicht ist der Typ hier wieder an der gleichen Stelle. Ich gucke erstmal nach. Wenn nicht, dann wissen wir zumindest, wie das Spiel funktioniert. Oder zumindest ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist... Relativ zufällig, wo die stehen. Aber die Frage ist halt, wo rennen wir denn hin? Einfach irgendwo lang? I guess, machen wir. Na gut. Ich meine, das Auto war hier vorne, ne? Es ist schon irgendwie ein bisschen goofy. Das Problem ist, wir müssen halt uns wahrscheinlich relativ beeilen und durchrennen. Zumindest sehe ich bis jetzt nicht die Begründung, warum wir nicht sprinten sollten. Vor allem, wenn wir unendlich Ausdauer haben. Weil ich glaube, das ist jetzt ohne Vorwissen. Ich habe kein Video dazu gesehen oder sowas, aber es wirkt so, als ob die meisten Jumpscares halt dich nur dazu bringen sollen, laut zu sein und sonst halt nicht wirklich was machen. Abgesehen von den Viechern, die uns wirklich verfolgen, die anscheinend richtige Mechaniken haben. Aber ich meine, so atmosphäretechnisch und visuell bietet das schon was Gutes, ne? Ich meine, wenn man hier... Also, das Design, der Look und das Feel vom Spiel ist stark. Ich glaube aber so die Gameplay-Mechanik ist es einfach nicht. Die ist jetzt nicht so... impressive. Okay, der war nicht schlecht, aber... der könnte gut sein, wenn es nicht so super... Treibt doch mal nicht. Wenn es nicht so super viele wären. Okay, hier ist doch bestimmt einer, oder? Was war das? Kann ich die Axt mitnehmen? Ich kann gar nichts mitnehmen, ne? Ich glaube, es wird super frustrierend, zu versuchen, alle von den Typen zu finden. Ich weiß ja gar nicht, wo ich lang muss. Oder generiert sich das vielleicht zufällig, wenn ich einfach weiterlaufe? Ich glaube, das wäre für so eine Art Spiel vielleicht das Beste, wenn man keine Karte hat und so. Wenn man einfach in irgendeine Richtung läuft und dann generieren sich die Gebiete vielleicht in der Nähe. Ach, sind die zum Anschauen. Okay. Okay, man muss die Sounds lernen. Man muss irgendwann wissen, welcher Sound zu welchem Monster gehört. Also wir haben einmal das Don't move, let me take a look at you oder sowas. Wir müssen wahrscheinlich wirklich stehen bleiben. Sonst springt die hoch und killt uns. Und die so komisch rumweint und hinter uns herrennt, ist die man anschauen muss. Das ist Slender quasi, ne? Okay. Okay, vielleicht sollten wir... Können wir irgendwie die Zeit vielleicht... Hä? Ja. Voranspulen, damit wir jetzt schon in Dunkelheit sind, bevor wir weitergehen? Weil das große Problem ist jetzt halt, oder ist irgendwo eine Karte, die ich vielleicht mitnehmen kann?
Ich habe das Gefühl, die Leichen spawnen nicht, wenn es noch hell ist. Aber vielleicht tun sie es und sie waren einfach nur... Before it's too late. Was heißt das überhaupt? Ich denke mal bis morgens. Wir müssen in der Nacht noch die Gegner finden. Okay, ich renne mal. Vielleicht finden wir noch, wenn es hell ist, die erste Leiche. Und die lag vorhin einfach hier vorne an einem Grabstein, ne? Da irgendwo. Ich weiß ja nicht, wie groß die Karte ist. Wie weit kann ich zur Seite hier noch laufen? Bis jetzt wirkt es, ob man einfach relativ geradeaus laufen sollte von hier aus und dann findet man die Sachen, aber... Ne, hier ist er diesmal. Okay, okay, okay. Okay. Also wahrscheinlich jeder von denen mehrere Spawnpunkte oder so. Wird es jetzt sofort dunkel? Nee? Ja, dann ist es ja wahrscheinlich ein Riesenvorteil, wenn wir am Anfang die Zeit nutzen, einfach lossprinten, ne? Das ist dann wahrscheinlich die Lösung. Na gut, ich gehe mal davon aus, wir müssen einfach jedem... Also zu jedem... Ja, Point of Interest, den wir sehen, einmal kurz hingehen und gucken. So jeder Ort, der irgendwie wirkt, als ob da was sein könnte. So ein bisschen nach links und rechts gucken, aber das ist das nächste. Ich glaube, immer so in den Sichtweite vom Ort davor sehen wir die nächste Sache, wo wir nachschauen können. Ja, ich glaube, wenn das Spiel so die Scares und das Konzept sehr runterfahren würde, könnte das gut funktionieren. Aber es ist, ja, es wirkt halt wie so ein Klischee-Streamer-Bait-Video, was halt einfach dann... Für die ganzen Streamer gemacht ist, die halt dann einfach ein bisschen overacten und sofort losschreien, da dadurch halt dann, ja, es spielt denen halt sehr in die Karten. Wenn man halt so ein bisschen so tun kann, als ob man sich permanent zurückreißen müsste, nicht zu schreien und so, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen spannender aufzubauen, aber es wirkt jetzt nicht wie ein Game, was auf den eigenen Beinen stehend eine super coole Idee und ein super gutes Konzept hat. Aber ich kann es mir vorstellen, dass so als Art Party-Game ganz nett ist. Wenn man jetzt nicht irgendwie ein super starkes Horror-Game sucht. Vielleicht sind ein paar der Scares kreativ, das kann schon sein. Der eben mit dem Ding, was halt hinter uns, so in uns drin gespawnt, das hätte gut sein können. Das war quasi ein schlechter Nahbar-Scare, aber sowas kann schon funktionieren. Hier sah das Ding halt sehr goofy aus. Dann sind so viele komische Jumpscare-Sounds immer dabei. Hey, ist die nächste Leiche. Nehmen wir die mal mit. Klack. Weiter geht's. Oh. Explore the TV house. Okay. Attention, evacuate the forest before sunrise. Ist da unten was? Be quiet. Ja, ja. Immer war da kein Sound. Ich glaube, das Spiel wird sehr frustrierend durchzuspielen. Aber die Karte wirkt sehr groß. Da muss man den Gegnertypen halt auf sehr genaue Art. Okay. Guten Morgen. Der Jumpscare, aber der war wirklich brutal. Aber der hat sich ein bisschen selbst gespoilt, weil davor ein Geräusch kam. Okay, aber anscheinend lockt uns das Spiel tatsächlich. Vielleicht spawnt es die Leichen in der Nähe von da, wo wir uns hinbegeben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gerade so viel Glück hatte, wirklich das Ding da zu finden. Weil ich laufe gerade wirklich einfach wahllos im Wald rum. Naja, na gut. Heißt das was? Na gut, ich kann mir aber vorstellen, das Spiel wirkt um einiges unheimlicher, wenn man das Konzept nicht sofort durchschaut. Und sich die Scares nicht wiederholen so schnell. Oder eine war aber wirklich brutal mit dem Schreiter ins Gesicht eben. Das ist grenzwertig, na gut. Ist da auch was? Ich laufe da mal hin, weil ich sehe da irgendwas. Du hast Angst vor mir. Tankstelle. Explore the gas station. Was haben wir denn hier?
Ist ein bisschen lächerlich, ne? Wenn der zweite Nanda an mich rangerannt kommt. Ja, ja. Vor allem weiß man halt schnell, dass die nichts tun. Oh. Vier? Damn. Und da reingucken? Oh nein, wie du. Das ist ein scheiß Ort dafür. Boah, endlich kann ich nach links. Ist sie weg? Ist das bescheuert? Okay. Es ist, was ich aber sympathisch finde, ist, es wirkt ein bisschen wie ein 2012er Indie-Horror-Game. Gemischt mit neuen Mechaniken. Und einem neuen Look und sowas. Ist irgendwie wirklich eine Mischung aus ganz vielen Zeitaltern auf einmal. Ich bin jetzt aber tatsächlich ein bisschen angespannt, weil ich es ja durchspielen will. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Ey, wie soll ich denn jemals die letzte Leiche finden? Außer das Spiel bringt mich halt wirklich einfach dahin. Keine Ahnung, wo ich bin, Mann. My friend. I want to play hide and seek. Oh nein. You hide. I seek. Okay. 9, 8, 7. Gut gemacht. Sucht ihr mich jetzt? Oder nicht? Das ist schon ein bisschen lächerlich. Na gut. Hinter mir ist wieder irgendwo was. Oh ja. Was wieder nur anlocken, wenn ich nach hinten schaue, wenn ich wieder nach vorne schaue, ist dann ein Jumpscare, oder? Okay, das Atmen dann ist nicht schlecht. Oh shit, ey. Es kommt näher. Survive against Blind Sister. Ach, die verfolgt mich einfach eine Zeit lang. Ah, okay. Es ist einfach zu viel Kram, der die ganze Zeit passiert hier. Viel zu viel. Viel zu viel. Und ich glaube, ich muss mich halt auch einfach beeilen. Ich habe keinen Bock hinrennen. Ich bin auch tatsächlich überraschend durchgeschwitzt gerade. So, der Stressfaktor packt mich, weil ich weiß, dass ich kurz vorm Ende bin. Und ich halt diese beschissene letzte Leiche einfach nicht finde. Servus. Schon wieder so ein Basic-Schrei. Boah, lad doch wenigstens Soundeffekte runter, die man nicht kennt. Geh auf Seite 4 von den Suchergebnissen, nicht auf Seite 1. Ist ja schon mal besser. Das Abgefuckte an der ist halt, wenn ich rückwärts laufe, finde ich doch niemals die Leiche. Oder? Mayday. Die Ideen von den Scares sind sehr durchwachsen, muss ich sagen. Manche von denen sind gut. Manche sind sehr lächerlich. Experience 50 scares in a single run. Ja, guck mal. War gar nicht so schwer. Ich renne jetzt mal nicht zu den Hunden, weil ich kann mir vorstellen, dass die böse sind. Oh.
hinten ist was. Hi, friend. Ich tu schon wieder. I want to play hide and seek. Scheiße, ja, von dem muss ich gerade wegrennen, ne? I seek. 10. 8. Okay, das hier ist wieder der Scheiß. Was denn? Was ist das? Klick, klack, 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 klack. So, Problem ist halt, man kann alle Gegner umgehen oder alle Gefahren, indem man einfach nur Sprinten gedrückt hält und geradeaus läuft. Aber man muss halt gleichzeitig diese Sachen hier finden. Und ich bin mir auch noch unsicher, ob die Map statisch ist und sich halt nicht verändert. Und ich halt wirklich mir merken muss, wo die Sachen in etwa platziert sind. Verdammt, was das ist. Ich hatte gerade noch verfolgt von der einen, deswegen kann ich glaube ich auch echt nicht nachgucken. Ja, solange die hinter mir atmet, bin ich in großer Gefahr, glaube ich. I want to breathe you in. Okay. Ich habe Erfolg bekommen, weil wir gegen zwei auf einmal gekämpft haben. Aber ich habe die eine genau in dem mir da aufgehört. Okay, es gibt Armless Sister. Jetzt stöhnt die so rum. Bei Gott. Hast du ein Geräusch? Okay. Okay, okay. Also es gibt die eine wegrennen, anschauen, stehen bleiben. Scheinen die drei Geschmacksrichtungen von den gefährlichen Gegnern zu sein. Der Rest ist ja wirklich einfach nur Jumpscares, ne? Er ist eine Mischung aus Slender mit halt verschiedenen Slender-Typen. Oh, das sieht gut aus. Oh, hi. Diese Schreie und so. Aber guck mal, die Area hier ist cool. Ein riesiger Amusement Park. Das ist wirklich cool. Bist du eine Leiche von denen? Nee. Guck mal, das ist richtig cool. Mein Freund. Oh Gott. I want to play hide and seek. You hide. I seek. I seek. Jetzt muss ich halt wegrennen. 9. 8. Hier. 7. 5. 4. Hab ich alle? 2. 1. Finish the game. We finished the game? Okay. Wir. Have you seen this person? Jetzt sind wir zu der Person geworden. Die nächste Person, die nächsten Cops kommen an und untersuchen uns, ja? Ja, na gut. Ich glaube, die Story ist nicht. Die ist völlig egal. Es geht nur um ja, die Scares und so. Naja, okay. Er berührt uns und dann ja, beginnt sie auf von vorne. Okay, diese Erinnerungen sind nicht unbekannt für dich. Als ob du den gleichen Tag immer wieder erlebt hättest. Gibt es einen Weg, den Zyklus zu brechen? Okay. Die außerhalb des Waldes denken, dass du schon tot bist. Also, stimmt es? Gibt es ein anderes Ende? Scares, Alter. Jesus Christ, okay. Okay, cool. Danke. Die Frage ist, was gibt's denn noch für Erfolge? Haben wir irgendwas Wichtiges verpasst oder so? Ups. Hallo? Also im Crashen hier? Ich glaube nicht. Alles in Ordnung. Okay. Finish the game. 19% geschafft. Aber, das wollte ich nicht machen. Ich wollte aber gucken. Ist hier irgendwas sehr Seltenes dabei?
Ha, Amateur. Okay. 1,6%. Toggle your flashlight 100 times. 100 Scares in einem Run entdecken. Time is up. Survive against Stalker. Das ist, glaube ich, ein Gegnertyp, den wir nicht hatten. Skip the opening scene. Lake, Farm. Gunshot Jumpscare. Church. Dreimal schreien. Chapel entdecken. Okay, es gibt auf jeden Fall kein Secret End oder sowas in der Richtung. Ich glaube, das. Es gibt ein paar Areas, die man wahrscheinlich finden könnte. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, ob die Areas halt zufällig in deiner Nähe generiert werden oder ob es halt wirklich eine feste Karte ist, ländermäßig. Du musst dir halt einfach die Orte merken und dann halt immer zu den verschiedenen Orten gehen, um halt die Leichen zu finden. Aber es wirkt jetzt so praktisch, dass wir die Sachen immer vor uns platziert bekommen haben. Ich glaube, das Spiel macht das mechanisch zumindest ziemlich gut. Oder ich hatte sehr viel Glück, dass es halt irgendwie die Sachen halbwegs in deiner Nähe platziert. Vom Pacing her wirkte das auch sehr gut, weil ich hatte hier nirgendwo das Gefühl, dass ich zu lange nach irgendwas suchen musste oder sowas. Vor allem hier von 4 zu 5 war genau die richtige Länge, wo man echt langsam gestresst wird und weiß, oh fuck, ich muss endlich das Ding finden. Langsam wird es ein bisschen viel mit den ganzen Gegnern hier und den ganzen die Scares sind halt scheißegal. Ich meine, keine Ahnung, ob ich irgendwie zu viele Horrorgames gespielt habe und zu zynisch und sowas rangehe, aber ich glaube, auch Leute, die 4 Horrorgames gespielt haben, merken sehr schnell, dass die einem nichts tun und man einfach nur weiterlaufen kann und ist scheißegal. Also, du musst dich nicht mal angucken. Ich meine, es gibt ja nicht mal einen Grund, die irgendwie zu triggern oder anzuschauen. Renn einfach weiter, scheiß auf die. Die, ich meine, ich habe 3 Gegnertypen gesehen, wahrscheinlich gibt es 4, den 4. hatten wir irgendwie nicht. Die 3, 4 Gegnertypen halt, ja. Man weiß, wie man den umgehen muss. Beim einen läuft man halt rückwärts, beim anderen läufst du einfach weiter. Ist genau das gleiche mit der High Friend, der Want to Play Hide and Seek, ist wirklich einfach nur weiter sprinten. Und der letzte ist halt stehen bleiben für 10 Sekunden oder so und gut ist. Ich denke, das Spiel wird es nicht machen, dass man wegrennen und stehen bleiben gleichzeitig muss. Deswegen, whatever. Keine Ahnung. Aber sonst, ja, das ist jetzt nichts sonderlich groß gewesen. Es ist wirklich ein sehr basic altes Indie-Horror-Game mit ganz vielen Jumpscares, mit Slender-Gameplay und halt dazu ein recht netter visueller Stil, der zusammen mit der Dunkelheit und den Lichtern und den Areas, vor allem dem Amusement-Park am Ende da, und ich denke mal, ein paar der anderen Areas, guck mal hier, das ist auch ziemlich schön, ein paar der anderen Areas werden auch wahrscheinlich sehr interessant aussehen. Ich glaube, das wäre halt um einiges interessanter, wenn man vor allem bei Tag spielen würde, ne? Also bei Nacht sind manche Sachen gruselig, aber ich finde, der visuelle Look funktioniert tagsüber fast besser. Ich glaube, ich hätte ganz gern zumindest die erste Hälfte des Spiels, so sagen wir die ersten 3 Leichen oder so vielleicht tagsüber und dann wird es vielleicht dunkel und Nacht. Dann ist vielleicht doch noch eine größere Abwechslung, weil man ist ja halt recht schnell, ich meine, ich habe es jetzt vielleicht eine halbe Stunde gespielt, sowas nicht. Es war schon nach 10 Minuten sehr klar, wie das Spiel weiter ablaufen wird. Dass du einfach nur gesprinten gedrückt hältst und du suchst die Sachen. Ich mein, da hat Slender das Konzept vor 14 Jahren, 13 Jahren, keine Ahnung, irgendwie mal einiges kreativer hinbekommen, weil man da halt wirklich zumindest ein bisschen den Gegner anschauen muss, ab und zu, aber nicht zu lange. Du musst wissen, von wo er kommt. Du musst halt ein bisschen mehr mit dem Gameplay hin und her spielen. Hier hätte es vielleicht ganz gut funktioniert, wenn du wirklich einen Slender-Art den Gegner gehabt hättest, bei dem du nicht in die Richtung schauen darfst, der vielleicht in Kombination mit den anderen Gegnern kommt. Dann hätte man halt zumindest vielleicht irgendwie ja, mehr als einfach nur W-Knopf-Gaming, W und Sprinten gedrückt halten, einfach nach vorne gucken und dann einfach die nächste Leiche suchen will. Das wurde schon sehr schnell sehr stumpf. Das war es jetzt. Es ist jetzt kein tolles Spiel oder so. Ist auch nicht super schlecht, aber ich würde sagen, so eine 5. Eine 5 von 10. Sehr hochgezogen vom netten visuellen Stil, der netten Umgebung. Und das Sounddesign ist auch nicht mal so toll. Aber das Intro war ganz nett. So generell, die Aufmachung ist solide. Das Spiel an sich ist ja, relativ unterdurchschnittlich. So eine 3 bis 4 ist das Gameplay und der Horrorfaktor und sowas. Obwohl hier eigentlich Potenzial recht viel drin war. Ich hätte, glaube ich, nur darauf verzichten müssen, dass es halt so ein Streamer-Game ist, wo man einfach nur, oh, ich hoffe, du fängst nicht an zu schreien, wenn wir dir irgendwelche lauten Sachen ins Gesicht werfen. Oh, PogChamp. Naja, wie gesagt. Schreibt ihr in die Kommentare, was ihr zum Spiel zu sagen habt. Von mir gibt es, glaube ich, auf Steam eine negative Review, aber ist jetzt auch nicht super schlimm. Wir haben schon wesentlich größeren Mist gespielt, aber ja. Ich glaube, es ist einfach eine Art von Game, wo es ein bisschen rumgeht, weil es halt wirklich für eine gewisse Art von Content Creator gemacht ist, die halt sehr auf sowas anspringen. Na gut. Silent Breath. Für mich eine 5 von 10. Und dann vielen Dank fürs Beisein. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bye bye.